Unsere Autorin wollte nach Gran Canaria fliegen. Doch daraus wird nichts, weil Germania den Flugbetrieb über Nacht eingestellt hat. Dabei hatte sie gar nicht bei der insolventen Airline gebucht. Veröffentlicht am 11. Februar 2019, Lesedauer, 2 Minuten alle paar Jahre kann man Flugtickets schreddern. 2017 landete nach der Pleite von Air Berlin das Ticket nach Salzburg auf dem Müllhaufen der Geschichte, nun ist auch mein geplanter Gran Canaria-Flug für die Tonne. Weil Germania den Flugbetrieb über Nacht eingestellt hat. Es gibt keinen Cent Entschädigung. Das Einzige, was man tun könnte, sich in die Schlange der Gläubiger ganz hinten einreihen. Da bleibt aber erfahrungsgemäß nichts übrig. Noch ärgerlicher wird es, wenn man gar nicht bei Germania gebucht hat, sondern bei einer anderen Airline. Das nennt sich Kooperation. Bei der einen wird gebucht, die andere führt durch. Dabei stellt eine Airline das Flugzeug und Crew, die andere subschottert die Maschine oder vermarktet ein paar Sitze, zum Beispiel als Zubringerflug. Das ist vielen Passagieren gar nicht bewusst. Nur erkennbar an den Worten Operated by und einer anderen Flugnummer auf dem Ticket. Durchgeführt von Germania, Pech gehabt. Höchstrichterlich entschied das Landgericht Berlin, dass nur die ausführende Fluggesellschaft eine Entschädigung zahlen muss, AZ 57 S 277 13. Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Germania haben sich für ein Abschiedsfoto am Airport Nürnberg zusammengefunden. Quelle, dpa, Christian Albrecht. Laura Kautschinski, Expertin für Fluggastrechte des Portals Airhelp, bestätigt, in diesem Fall steht die ausführende Airline in der Beförderungspflicht. Die Fluggesellschaft Germania kooperierte diesbezüglich unter anderem mit Condor oder auch mit der spanischen Air Europa. Hier kann man nur auf Kulanz der Airline hoffen, bei der man gebucht hat. Denn bei der Haftung hört die Partnerschaft auf. Viele Airliner verschanzen sich dann hinter Begriffen wie Codesharing oder Kooperation, wenn es um Ansprüche verärgerter Passagiere geht. Das klingt so herrlich kompliziert. Ein Totschlagargument. Das habe ich mal bei einem gestrichenen Flug in die USA erleben müssen. Lufthansa und Swiss schoben die Verantwortung zwischen Zürich und Frankfurt so lange hin und her, bis die Sache nach 3 Jahren verjährt war. Trotz vieler E-Mails. Apropos Mails, die verfliegen sich offenbar gern mal, wenn es um Entschädigungen geht. Eine Airline beharrte jedenfalls darauf, keine E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung erhalten zu haben, bis der Fluggast dem Amtsgericht einen gelesenen Ausdruck präsentierte. Der beweist, dass die Nachricht sehr wohl abgerufen worden war. Die Airline musste zahlen, AZ 12C 214 17. Urheberrecht Axel Springer See, alle Rechte vorbehalten.